So, herzlich willkommen zurück zu The Whispered World. Ich schäme mich gerade ein bisschen. Ich hatte eben eine Aufnahmepause und habe mal geguckt wegen dem Schlüssel und der Bärenkralle und so weiter. Habe ja gedacht, irgendwie es wäre ein bisschen verbuggt oder so. Aber es ist nicht verbuggt, ich bin einfach nur dämlich, weil wir können nämlich mittlerweile hier hoch und runter. Und das habe ich doberweise nicht gerafft. Ob das der Schlüssel zu Bens Schatulle ist? Er passt, die Schatulle ist offen. Hoch. So, da ist nämlich die Karte. Hallo. Jetzt sollte ich mich eigentlich nicht mehr verlaufen. Na gut, dann probieren wir das einfach mal, ob wir uns jetzt nicht mehr verlaufen. Ohne hier mit irgendjemand zu reden, hauen wir einfach mal ab. Vielleicht auch nicht. Er wird von Tag zu Tag schwieriger. Er ist noch jung. Er hat seine Aufgabe in dieser Welt noch nicht gefunden. Er sollte erst einmal seine Aufgaben hier im Zirkus erledigen, bevor er sich neue sucht. Ach übrigens, ich hasse euch. Euch beide. Ich wollte das nur loswerden. Lasst euch nicht weiter stören. Ach, der Arme, der tut mir so leid. Ben ist heute nicht gut drauf. Halt den Rand, Opa. Halt einfach den Rand. Ufer, Zirkus. Na dann, Herbstwald. Der ist so groß. Huch, da sitzt ja jemand. Ein Fremder, was er hier wohl zu suchen hat? Können wir mit ihm reden? Erstmal, ich guck mal. Ast. Ein Ast, wie aufregend. Wow, ja. Als Zahnstocher ist er zu groß. Die Texte sind auch so geil irgendwie. So, den kann man mitnehmen. Das Wasser sieht ausgesprochen trübe aus. Halt, nein, das ist nur mein Spiegelbild. Oh. Ich wasche meine Hände später. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass ich sie mir heute noch öfter schmutzig machen muss. Nein, danke. Mich dürstet es nach ganz anderen Dingen. Nach einer sinnvollen Aufgabe zum Beispiel. Oder Respekt. Insel? Die Insel scheint bewohnt zu sein, aber sie ist zu weit weg, um hinzuschwimmen. Boot. Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich winke. Man kann es ja probieren. Ich glaube nicht, dass es irgendwer hört, wenn ich rufe. Na gut, dann reden wir mal. Oder wir gucken ihn erstmal an und dann... Was für eine merkwürdige Kreatur. Naja, du bist jetzt auch nicht gerade das Normalste. Du bist grau. Ich habe immer noch... Nee, das ist, glaube ich, die Mütze, ne? Das sind keine Ohren. Na, ich weiß nicht, also... Hallo. Ah! Oh, Gott sei Dank. Du bist offenbar kein Askil. Was bin ich nicht? Ach, nichts. Alles bestens. Endlich treffe ich mal jemanden. Kommst du hier aus der Gegend? Nein, wir sind mit unserem Zirkus auf der Durchreise. Mist, wäre ja auch zu schön gewesen. Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du ein Spion der Askil? Vielleicht. Ach, so ein Unfug. Natürlich bist du kein Askil. Es tut mir leid. Ich bin nur etwas nervös. Mein Name ist Bobby. Ich komme von weit her. Oh ja. Ich bin ein Chaski, musst du wissen. Und du bist? Ich bin Sedwick. Meine Familie hat einen kleinen Wanderzirkus. Verstehe. Du bist so eine Art Clown? Wir sind Schausteller. Also ein Clown. Du siehst nicht gerade fröhlich aus, wenn ich das sagen darf. Können wir nicht darauf antworten? Chaski, was bedeutet das? Was? Du kennst die Chaski nicht? Das Wort bedeutet Bote. Wir erledigen wichtige Aufträge für den König. Chaski, jetzt dämmert es mir langsam. Opa hat von euch erzählt, aber du kannst kein Chaski sein. Ach ja? Warum nicht? Chaski sind noble Botschafter Coronas und keine ärmlichen Tümpelkröten. Chaski sind mutige Helden und keine grünhäutigen Jammerlappen wie du. Oh. Tja. Ich entscheide mich dafür. Chaski sind noble Botschafter Coronas und keine... Ach ja? Und wo denkst du, komme ich her? Naja, du siehst eher aus, als kämst du aus einem... Ich komme, jawohl, direkt vom Königshof. Du?
Aus Corona? Das glaube ich dir nicht. Glaub es ruhig. Ich bin ein Chaski. Und ich bin im königlichen Auftrag unterwegs. Na. Chaski sind raffinierte Spurenleser und keine... Auch wenn es vielleicht so aussieht. Ich habe mich nicht verlaufen. Ich bin mir nur nicht sicher, wo es lang geht. Ja. Das ist alles. Ja, das ist auch ein großer Unterschied. Na komm. Eigentlich weiß ich gar nicht so viel über die Chaski. Und ich habe leider keine Zeit, dir von meinen tollkühnen Abenteuern zu erzählen. Schade eigentlich. Sie sind sehr spannend und episch. Und hier und da gibt es sogar amüsante Passagen. Tja, ein Jammer. Was genau ist denn dein Auftrag? Nicht, dass mich das wirklich interessieren würde. Eigentlich ist das geheim. Aber na gut. Ich erzähle es dir. Ich trage ein wertvolles, mächtiges Objekt bei mir. Den Flüsterstein. Den was? Flüsterstein. Küstnerbein? Den Flüsterstein. Hör doch zu. Wie denn, wenn du so nuschelst? Mein Auftrag ist es, ihn nach Corona zurückzubringen. Zum Schloss des Königs. Ja. Er redet dafür, dass es geheim ist, sehr laut natürlich. Flüsterstein? Das klingt aber nicht besonders mächtig. Viel weiß ich auch nicht darüber. Aber ich weiß, dass er sehr wichtig ist. Die königliche Steinsammlung wäre sonst einfach nicht komplett. Damit ist nicht zu spaßen. Soweit ich weiß, benötigt ihn der König, um das Ende abzuwenden. Okay. Na komm. Und jetzt soll ich dir wahrscheinlich mit deinem Auftrag helfen, richtig? Haha, der Clown will einem echten Chaski bei seiner Mission helfen. Das ist ja echt zum Piepen. Was denn? Ich kann sicher nützlich sein. Unmöglich. So viel wie du habe ich schon lange drauf. Hahaha, als Clown bist du schon mal nicht schlecht. Was auch immer. Dann mach dein Kram doch alleine. Hey, hey, immer mit der Ruhe. Ich kann ja verstehen, dass dich meine Abenteuer faszinieren. Ja. Wow. Aber du weißt einfach nicht, worauf du dich da einlässt. Das Leben eines Chaskis ist voller Gefahren. Du bringst dich in große Schwierigkeiten. Wenn du mir helfen willst, musst du dir ganz sicher sein. No, oh Gott. Gefährlich, sagst du, dann bin ich wohl kaum der Richtige. Oder ich bin mir sicher. Komm. Ich bin mir sicher. Also mutig bist du schon mal. Das ist gut. Aber bist du auch geschickt genug? Ja. So geschickt wie du bin ich schon lange. Wenn das stimmte, wäre das großartig. Geschicklichkeit ist eine der wichtigsten Eigenschaften der Chaski. Ich frage mich aber, ob du optimistisch genug bist. Eigentlich machst du eher einen negativen Eindruck auf mich. Chaski zeichnen sich aber durch ihr sonniges Gemüt aus. Daraus schöpfen sie die Energie, auch in der schwierigsten Lage noch einen Ausweg zu finden. Bist du wirklich fröhlich genug? Ja. Immerhin bin ich ein Clown, oder? Stimmt. Haha, wie konnte ich bloß zweifeln? Na dann, es sieht so aus, als wenn du die nötigen Eigenschaften mitbringst. Super. Ich bin nämlich wirklich verzweifelt. Und die Zeit rennt mir auch langsam davon. Mach dir mal nicht so viele Hoffnungen. Ich bin nicht besonders gut in sowas. Eigentlich werden die Probleme immer nur schlimmer und komplizierter, sobald ich mithelfe. Das klingt eigentlich weder mutig noch fröhlich oder geschickt. Vielleicht sollte ich deine Fähigkeiten erstmal auf die Probe stellen. Ein Test? Ja, du könntest mir etwas zu essen fangen. Ein Fisch wäre jetzt genau das Richtige. Was? Ich soll dir einen Fisch fangen? Ich wollte dir auf deiner Mission helfen. Um den Büttel zu spielen, kann ich genauso gut wieder zurück zu meiner Familie. Immer langsam. Erst einmal zeigst du mir, was du drauf hast, indem du mir einen Fisch fängst. Und dann weihe ich dich in meinen Auftrag ein. Meinst du, du bekommst das hin? Na, ich könnte einfach mal so fragen. Können wir das mit dem Fisch nicht überspringen? Nein, Sedgwick, so leid es mir tut. Ich muss wissen, was du kannst, bevor ich dich in die Wege der Chaski einweihe. Die Wege der Chaski?
Oh Himmel. Ich sehe viel Potenzial in dir, aber die Mission ist zu wichtig. Ich muss sicher sein, dass du auch das Zeug dazu hast. Was auch immer. Na gut, dann, Ich krieg das schon hin. Ich glaube an dich, Sedgwick! Bis später. Ebenso. So. Ich habe nämlich eine Idee. Wir haben ja hier den Stock. Also den Ast. Und vielleicht kann man das auch mit der Bärenkralle. Können wir das kombinieren? Was mache ich denn da schon wieder? Es ist nur ein Ast. Na gut, dann nicht. Dann vielleicht nur mit dem Ast. Ich sollte die Sachen, die ich mit mir rumtrage, lieber nicht nass machen. Ich will ungern an einer Blasenentzündung sterben. Spot. Oh Gott, wie der glotzt. Ach du Scheiße, ich komme nicht klar. Bärenkralle, was ist das? Harnitz. Ja, ich probier's noch kurz. Ich sollte die Sachen, die ich mit mir rum... Ich will un... Gut. Harnitz und das? Na, mal sehen. Ein dürftiger Kescher für einen dürftigen Clown. Passt doch. Ja, geht schon. Hey, das hat ja tatsächlich funktioniert. Da hat der ungeschickte kleine Bruder wohl doch mal was geschafft, hä? Haben wir den Fisch? Wir haben den Fisch. Cool. Also, dann... Ich habe es geschafft. Ich habe einen Fisch gefangen. Oh, miam! Das ging erstaunlich schnell. Das ist die erste gute Nachricht seit Monaten. Erzählst du mir jetzt von deiner Mission? Ich habe es ja versprochen, aber sei gewarnt. Wenn du mir hilfst, begibst du dich in große Gefahr. Die Askil sind mir dicht auf den Fersen. Ich sollte mich eigentlich schon gar nicht mehr hier aufhalten. Jetzt übertreib mal nicht. Du hast ja keine Ahnung. Also, bist du dir ganz sicher, dass du damit reingezogen werden willst? Das hatten wir doch schon. Ich bin mir absolut sicher. Wie du willst. Also, hast du schon einmal von Sharna gehört? Das klingt wie der Name einer Hexe. Na komm. Sharna? Nein, nie gehört. Wer soll das sein? Sie ist ein Orakel, eine Art Hellseherin. Und der Legende nach wohnt sie hier irgendwo im Herbstwald. Aber es ist wohl doch nur eine Legende. Ich habe mich schon halb tot gesucht. Ich werde die Suche abbrechen. Ich darf mich nicht zu lange hier aufhalten. Ich fürchte nämlich, die Askil sind mir auf den Fersen. Ich frag mal was komplett anderes. Stimmt es, was man sich von Corona erzählt? Kommt drauf an. Was erzählt man sich denn? Dass der König tot ist. Ja. Ich habe gehört, dass das Ende bevorsteht. Das stimmt leider. Das Land um Corona hat sogar bereits begonnen, auseinanderzufallen. Wie in meinem Traum. Du hast davon geträumt? Oh, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wieso sagst du das? Ach, nichts. Vergiss es einfach. Ich habe gehört, dass Corona gefallen ist. Noch nicht. Aber die Lage wird immer bedrohlicher. Die Askil sind bis zum Schloss vorgerückt. Die Askil? Ja, ein abscheuliches Volk. Ich fürchte, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich habe gehört, dass der König tot ist. Er ist nicht tot, aber er ist sehr schwach. Ich glaube, es ist das bevorstehende Ende, das ihm so zu schaffen macht. Na gut. Ich habe eigentlich nur Gerüchte gehört. Nun... Es stimmt nicht alles, was man so hört, aber die Lage ist ernst. Ja, das vielleicht kann der uns eher dazu etwas sagen als Ben oder Opa. Meinst du, dass meine Träume etwas zu bedeuten haben? Mein Bruder Ben sagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Ja, hör auf deinen Bruder. Schlaf einfach weiter und tu so, als wärst du niemals mit den großen Problemen dieser Welt in Berührung gekommen. Ja, als hättest du mich nie getroffen. Das ist besser für dich. Ignoriere einfach, dass die Welt am Abgrund steht und dass wir alle dem Untergang geweiht sind. Trägst du nicht ein bisschen dick auf? Ach, du denkst, ich übertreibe? Es hat bereits angefangen, Sedgwick. Das Land zerfällt. Das Ende rückt immer näher. Wie in meinem Traum. Das war dein Traum? Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wieso? Es sind nur Träume. Nur Träume? Nur Träume, sagt er. Und wenn nicht?
Was, wenn es eine Vision ist, hm? Eine Vision, sagst du? Zugegeben, sehr unwahrscheinlich in deinem Fall. Nur wichtige Leute haben solche Visionen. Könige, Orakel und Chaski. Trotzdem, der Gedanke ist beunruhigend. So. Sag mal, wegen dieser Shana. Ja, was ist mit ihr? Ein Orakel kann sie auch Träume deuten. Ach, wir sollen die jetzt suchen. Okay. Was willst du denn von Shana? Corona ist weit entfernt. Ohne Hilfe würde der Weg dorthin Monate dauern. Ich habe die Hoffnung, dass Shana Rat weiß. Es muss eine Möglichkeit geben, den Weg zu verkürzen. Ein Orakel? Kann sie auch Träume deuten? Natürlich. Dann muss ich auch zu ihr. Vielleicht haben meine Träume etwas zu bedeuten. Ich kann dich ja mit hinnehmen. Wirklich? Das wäre großartig. Endlich werde ich rausfinden, was es mit diesen Träumen auf sich hat. Vorausgesetzt natürlich, wir finden sie. Heißt also, ich finde sie? Wo soll ich denn nur anfangen zu suchen? Ich weiß nur, dass sie in einer Hütte mitten im Herbstwald leben soll. Aber wo genau? Keine Ahnung. Ich bin über die Hügel im Osten gekommen. Von da aus hat man einen ganz guten Ausblick über das Tal und den ganzen Herbstwald. Aber eine Hütte? Fehlanzeige. Das Einzige, was auch nur entfernt an Gebäude erinnert, sind diese Ruinen im Westen. Aber da war ich auch schon. Ein paar Säulen und Statuen. Sonst nichts. Dann gibt es da wohl noch eine Höhle nahe der Berge. Tja. Und schließlich bliebe nur noch der Wald selbst. Vielleicht kann man sich ja von diesem riesigen Baum im Süden einen Überblick verschaffen. Wenn du willst, zeichne ich dir diese Punkte auf deiner Karte ein. Tja, das wäre zumindest ein Anfang. Genug von Shana. Lass uns über etwas anderes reden. Wie du willst. Was hast du denn sonst noch auf dem Herzen? Hast du Lust auf Zirkus? Was? Spinnst du? Sehe ich so aus, als hätte ich Zeit für solche Kindereien? Geh du mal ruhig zurück in deinen Zirkus, Kleiner. Ich hingegen muss mich um die großen Aufgaben dieser Welt kümmern. Die großen Aufgaben dieser Welt liegen in deinen Händen? Ist ja beruhigend. Ja, ha! Und weder Elefanten noch bunte Bälle können mich von meiner Aufgabe ablenken. Nicht einmal lustige Äffchen mit Hüten. Ihr habt nicht zufällig auch Äffchen in eurem Zirkus, oder? Nein. Nein. War ja klar. Und wenn, hätte es mich auch nicht interessiert. Denn ich bin ein Chaski und nichts kann mich von meiner Aufgabe abhalten. Okay. Bis später. Ebenso. Und melde dich, sobald du einen neuen Hinweis auf Shana hast, ja? Wo ist denn die Karte? Ah, hier ist die Karte. Jetzt sollte ich mich eigentlich nicht mehr verlaufen. Kann ich die irgendwie nutzen? Nein, das ist keine Speisekarte. Ha! Sagte der Clown, aber ha. Niemand lachte. Ha. Ha. Nee. Was machen wir dann? Spot, komm mit. Ah, so geht das. Okay. Dann gehen wir mal zu dem Baum, den er angesprochen hat.